Und willkommen zurück. Der letzte Boss war eine ziemliche Nummer. Wir können jetzt so einfach das Schild mit der normalen Attacke losballern. Nochmal zum letzten Boss eben. Ich durchschaue sein Kampfmuster manchmal nicht. Aber gut. Allzu lange haben wir jetzt auch nicht dran gehangen. Daher war der erste Game-Fail nicht allzu schlimm. Ich bleib einfach mal langsamer. Denn ich hasse Vorführeffekte. Ich verschwinde jetzt. Jetzt schwebt er durch die Trompeten. Irgendwie verstehe ich diese Logik nicht wirklich. Nein. Okay. Diese Stelle ist sowieso ein wenig tricky. Autsch. Okay, gut gelöst. Wobei, den Apfel, den hätte ich mir jetzt sparen können. Einer davon war jetzt der leichtere Weg. Ich glaube, das muss der sein. Es gibt nämlich noch einen anderen Gang. Der ist natürlich um einiges schwieriger. Und dann kommen wir auch zum nächsten Boss. Das erinnert mich immer so ein wenig an Ganondorf in Ocarina of Time. Und darf ich vorstellen, Sparksters Erzrivale Axel Gear. Der hat nämlich fast dieselben Attacken drauf wie ich. Nur der hat eine ganz fiese Taktik und einen Move, der ganz fies ist. Autsch. Okay. Bye bye. Und wir sehen uns im nächsten Part.